Und wir projizieren wie ein Diaprojektor etwas, was uns im Leben fehlt, zum Beispiel Sicherheit und Freiheit, was wir gerne mehr hätten, was Positives auf Geld oder Glück. Oder wir projizieren was Negatives darauf. Beides ist unsinnig, weil solange wir diese Dinge dem Geld überlassen, werden wir die Kontrolle über das, was wir tun im Leben, nicht zurückgewinnen. Und was man tun kann und dann auch tun wird, wenn man dem das sich bewusst wird, dann fängt man an zu entdecken, dass man sicher sein kann im Leben, frei sein kann und glücklich sein kann mit und ohne Geld.